Ja, willkommen zurück. Tut mir leid, dass ihr da die Glocken im Hintergrund wahrscheinlich hören werdet. Es ist 10 vor 6, daher läutet die Kirche. Nun gut, lassen wir uns davon nicht stören und fahren vor dem Spiel. Ich zeige euch jetzt mal dann eben, wie das mit den Sprüchen funktioniert. Und zwar hören wir uns mal hier nochmal die Töne an von dem Ei. Was wir das öffnen, hatten wir ja schon. Also, E, C, E, D ist also die, ja, Melodie zum Öffnen von Sachen. Also, wir haben das Ei ausgewählt und spielen jetzt mal die Melodie. E, C, E, D. Und siehe da, es kommt ein Küken raus. Zum Glück bist du noch hier. Mutter Hätschel, bist du das? Das weißt du doch ganz genau. Ich habe gesehen, wie du uns beobachtet hast. Was ist hier passiert, Hätschel? Das ganze Dorf ist davon geflogen. Ich hoffte, der Schwan würde kommen, um dich zu retten. Aber ich hätte niemals erwartet, dass sie so etwas Hinterhältiges tun würde. Mich retten? Wovor? Vor den Ältesten. Sie wollten dich in einen Schwan verwandeln, wie auch mich. Sieht aus, als gäben meine alten Knochen nur ein Küken her. Ja, ihr ein hässliches Entlein. Warum sollten die Ältesten das tun? Ich habe doch nichts Böses getan. Sie haben Angst vor dir, Bobbin. Warum sollte irgendjemand Angst vor mir haben? Seitdem du in unsere Welt gekommen bist, haben die Ältesten bemerkt, wie sich Chaos im Gewebe des Webstuhls ausbreitet. Sie glaubten, hofften, dass deine Geburt die Ursache dieses Chaos wäre und dass die Ordnung zurückkäme, wärest du weg. Aber jetzt sind die Ältesten verschwunden und nur du bist da. Das kann nur eines bedeuten. Das Gewebe zerfällt aus eigenem Antrieb. Bald wird es zu einem Ende kommen und mit ihm alles, was mit seinen Fäden gewoben wurde. Der dritte Schatten naht. Oh. Gibt es einen Weg, ihn aufzuhalten? Das Chaos stoppen, das versuchten die Ältesten. Nun wissen sie es besser, du hoffentlich auch. Wenn wir das Chaos nicht aufhalten, was können wir dann tun? Wir können es erwarten oder fliehen. Der Schwan hat den Rest der Gilde vor dem dritten Schatten gerettet. Unser Weg liegt ganz klar vor uns. Wir müssen unseren Schwarm suchen und uns ihm anschließen. Du hast schon den Stab der Ältesten gefunden. Gut, leg ihn niemals aus der Hand. Du wirst am Anfang nicht viel spinnen können, nehme ich an. Aber je mehr Übung du hast, desto mehr Macht wird er dir geben. Solange du den Stab bei dir hast, weiß ich, dass es dir gut geht. Solltest du ihn verlieren, keine Angst. Ich komme und helfe dir dann. Verlass die Insel, Kind des Webstuhls. Sie ist jetzt zu klein für dich. Deine Bestimmung liegt hinter dem Meer. Mutter Hetschel, wo gehst du hin? Ich folge den Schwänen. Jawohl. Würde zu gerne wissen, warum mich jeder Kind des Webstuhls nennt. Ja, klingt schon irgendwie doof. Naja. Gut. Dann ja, schauen wir uns nochmal den Webstuhl hier an. Na. Das sind dieselben vier Noten, die der Schwan auf die Ältesten spannt.
Sie hallen immer noch durch den Webstuhl. Jawohl. Wie ihr gesehen habt, sind da ein paar Noten auch drin in diesem Stuhl. In diesem Stuhl, sage ich schon, in dieser Melodie, die wir noch nicht spielen können. Also zum Beispiel das F oder das G. Ich kann auch mal draufklicken. Diese Note ist so hoch für mich. Ich brauche wohl mehr Übung. So ist das, mein Lieber. Und die werden wir kriegen, indem wir jetzt hier in der Story mal ein bisschen fortfahren. So, lauf, 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 lauf. Lauf. Das Wandern ist des Bobbins Lust. Komm, mach hin jetzt. So, und wieder raus. Und wir schauen uns mal ein wenig im Dorf um. Hier haben wir schon wieder 6 Minuten rum. Gut, was haben wir hier? Schwarz, dunkel, nichts zu sehen, Dunkelheit, ja, toll. Kommt da auch irgendeine Melodie? Nein, ich sehe rein gar nichts. Boah, was ist hier? Gold. Ja. Die Leute sollten hier besser aufräumen. Hier sollten wir besser entern. Ja, egal. Wieder raus, hier können wir nichts machen. Ja. Und weiter. Ich mich kurz verklickt. Verzeihung. Schauen wir uns mal hier. Was ist da drin? Blubbert was? Färbekessel. Was blubbert? CD. Okay. Was damit? Dieser Haufen muss noch gefärbt werden. Ah ja, hier, wir haben gesehen, Färbekessel. Und das muss noch gefärbt werden. Dann spielen wir doch auch mal gleich die Melodie, die wir gerade eben gelernt haben. C, D, C, D. Und siehe da, die weiße Wäsche wird grün. Ich habe die Farbe geändert. Richtig. Und was passiert wohl, wenn wir die Melodie verkehrt rum abspielen? Also D, C, D, C. Hey, weiße Wäsche. Ja, wenn das mal so leicht wäre, könnte ich mir das Wäschewaschen auch sparen. Das lassen wir jetzt mal grün. Was ist hier mit Glasflaschen? Hoppla. Okay. Kann man nichts mit anfangen. Jetzt, weil der Spruch zu hoch, also da sind ein paar. Ein paar Noten, die zu hoch sind. Was ist das mit dem Buch? Das ist das Buch der Sprüche, das Hätschel mich lesen ließ. Ja, dann liest er doch mal noch ein paar. Ah, ich nehme es lieber mit. Ja, sehr gut. Ja, gut. Dann mal wieder raus. Und, ja. Gehen wir mal hier hoch. Weiter. Okay, was haben wir hier? Ein Loch. Da ist ja eine Eule drin. Was war das? C. Okay. Ja, okay, ich mache jetzt mal wieder einen Cut. Und dann machen wir hier im nächsten weiter. Im nächsten Video weiter mit der Eule hier. Und ja, ich hoffe, es macht euch weiterhin Spaß und bis zum nächsten Video. Das werde ich jetzt wahrscheinlich gleich direkt weiter aufnehmen. Ja, macht's gut. Ciao, ciao, euer Castor Fieber.